Ein geheimes Tal, irgendwo im Bundesstaat Oregon. In der letzten Folge haben wir ein Hochsicherheitsgehege für den Stegoceratops gebaut. Und unsere vier stacheligen Hybriden haben auch wundervolle Namensvorschläge von euch bekommen. Vielen Dank an euch alle für die zahlreichen Kommentare. In der heutigen Folge sollen wir einen weiteren sehr gefährlichen Hybriden im Park unterbringen. Dieser kann seine Körperfarbe verändern und sich tarnen. Außerdem ist er höchstgradig gefährlich und auch dazu noch intelligent. Und damit starten wir in die vierte Folge von unserem High Security Park. Und selbstverständlich wird hier als allererstes wieder die Fläche von Wald befreit. Und dann wird auch der Bereich erstmal begradigt. Das Coole ist, für den Indominus Rex gibt es sogar eine Mod, wo wir die Originalteile aus dem Film bekommen, also von dem Gehege, von dem Paddock. Davon platziere ich jetzt auch erstmal einen Teil. Allerdings möchte ich das Gehege natürlich komplett selber bauen. Ich habe mir das hier nur platziert als Orientierung, damit ich die ganzen Winkel richtig einstellen kann, damit alles auch am Ende schön gerade wird. Seht ihr, glaube ich, hier schon ganz gut. Ich orientiere mich da immer daran mit der Rotation. Und dann baue ich jetzt nach und nach schon mal den Grundriss von meinem Gehege selber. Das Schöne an diesen Mauern ist, dass die wirklich sehr, sehr hoch sind. Und das ist auf jeden Fall passend, weil der Indominus Rex ja eine sehr gefährliche Kreatur ist. Ja, sowas dauert halt dann auch immer ein bisschen länger, wenn man das dann vernünftig macht. Aber ich finde, es lohnt sich, weil wenn man hier alles wirklich gerade macht und vernünftig von den Winkeln, dann hat man es später halt auch viel, viel leichter, wenn man dann noch irgendwie Gebäude oder Wege daran baut, weil dann ist halt nicht alles krumm und schief und dann fällt einem das Bauen halt viel, viel leichter. Das hier ist jetzt übrigens der fertige Grundriss von unserem Gehege. Allerdings sind wir damit noch nicht fertig, denn es kommen hier noch mehr Mauern. Ich habe nämlich die Mauer nochmal ein bisschen verbreitert. Erstmal, damit es ein bisschen sicherer wirkt. Und die Mauer sah halt auf der einen Seite ein bisschen schicker aus. Dadurch, dass ich sie halt verbreitert habe, hatten wir dann auf beiden Seiten der Mauer die hübschere Seite. An die Mauer kommt auch nochmal eine Erhöhung mit diesen schwarzen Metallteilen. Die gehören auch zu dem Original Indominus Rex Paddock. Die habe ich jetzt auch einmal rundum um das Gehege platziert, damit der Indominus Rex dort nicht rüberklettern kann. Dann habe ich mir einmal einen Indominus Rex platziert, einfach damit ich einen Größenvergleich habe. Weil ich habe die Mauer noch so ein bisschen in den Boden versenkt. Ich wollte sie nämlich nicht ganz so hoch haben. Als nächstes habe ich dann weitere Betonplatten platziert. Bin einmal zurückgeflogen zu einer Stelle, wo ich schon mal gebaut hatte. Denn dort habe ich mir die Rotation kopiert. Das macht es nämlich ein bisschen einfacher. Und jetzt habe ich die erste Betonplatte schon mal auf die richtige Höhe gebracht. Und die anderen konnte ich dann auch durch Kopieren auf die richtige Höhe bringen. Und auch die richtige Rotation einstellen. Und so konnte ich halt ganz schnell diese Lücke schließen. Denn hier vorne soll das Tor für das Gehege rein. Das wird natürlich auch wieder ein Schleusentor. Also das heißt vorne ein Tor, dann so ein kleiner Zwischenbereich. Und dann hinten beim Gehege nochmal ein weiteres Tor, damit der Indominus Rex auf keinen Fall dort ausbüchsen kann. Und dann kamen auch schon die ersten Beobachtungsgalerien für die Forscher, die dann den Indominus Rex beobachten und erforschen. Die habe ich natürlich hier erhöht auch gebaut, damit der Indominus Rex dort nicht ankommt.
Und dann habe ich mir auch wieder diese Basketballfelder geschnappt. Mit der Rotation von der letzten Folge. Denn diese sind ein perfekter Boden. Damit geht das halt sehr, sehr schnell, weil die halt eine sehr große Fläche abdecken. Ich habe mir dann natürlich auch noch einmal so ein Basketballfeld geschnappt und so ein bisschen schräg angeordnet. Das ist dann eine Rampe, damit man dort auch hochkommt. Und ich habe mir sogar die Basketballfelder genommen und dann als Geländer hier benutzt und als Mauer. Ich glaube, man sieht schon ganz gut, wie viel Fleißarbeit das ist. Aber dadurch entsteht dann halt auch ein ganz individueller Bau, den man halt vorher so in Jurassic World Evolution noch nie gesehen hat. Und das, finde ich, macht es halt so besonders. Jetzt kommen auch schon die ersten Wegflächen um das Gehege herum. Das Praktische ist, man kann mit Mods sogar eine individuelle Wegbreite einstellen. Dadurch muss man halt nicht so viele einzelne Wege einzeichnen. Da kann man halt dann sehr schnell auch große Flächen mit diesen Wegflächen ausfüllen. Jetzt kam als nächstes ein Geländer. Das war für den Bereich, der dort oben entstanden ist. Denn dort sollen die Mitarbeiter auch hoch können. Und davor kam auch nochmal so eine Metallstrebe, damit der Indominus Rex dort nicht ausbüchsen kann. Damit die Mitarbeiter dort hoch können, habe ich dann mir so einen Turm geschnappt und den so rotiert, dass nur noch die Leiter von dem Turm rausschaut. Und dort oben kam dann auch so ein Futterspender hin. Dadurch können die Mitarbeiter halt aus dem Raum darunter das Futter direkt nach oben befördern. Denn hier wird so eine Leine rüber gespannt und damit wird das Futter direkt ins Gehege gebracht. Hier habe ich dann das allererste Mal im Park auch ein MVU-Gebäude platziert. MVU, wofür steht denn das eigentlich? Mobile Veterinary Unit, glaube ich, ne? Also eine mobile Tierarzteinheit. Ja, ist ja ganz passend, ne? Also kann man auf jeden Fall gebrauchen bei einem Indominus Rex. Und hier kam dann auch eine Beobachtungskuppel hin in das Gehege. Scheint jetzt erstmal ein bisschen unsicher zu sein bei dem Indominus Rex, weil der halt so gefährlich ist. Aber das hat natürlich einen Sinn. Ihr werdet gleich noch sehen, was mit dieser Kuppel passiert. Die wird dort nicht so normal stehen bleiben. Aber als allererstes haben wir dann mal den Eingangsbereich abgesichert mit Schranken. Hier kamen dann auch noch ein paar Ranger-Jeeps hin. Und passend dazu natürlich Parkplatzmarkierung. Das Prinzip kennt ihr ja schon. Da habe ich einfach mal diese Absperrung genommen und im Boden versenkt. Das hier werden keine Markierungen, das werden halt wirkliche Absperrungen. Und jetzt mussten wir natürlich auch noch diese riesige Wegfläche füllen. Dafür habe ich dann auch erstmal hier wieder Flächen mit so Markierungen eingezeichnet. Das sind ja immer so die Abstellbereiche für unseren Park. Die habe ich direkt hier links und auch rechts gemacht. Und hier kamen dann wieder ein paar Container hin. Dazu natürlich wieder ein Kran, der die Container auch transportiert. Und sogar mal ein paar offene Container, die gerade ausgeladen werden.
Da habe ich dann auch mal Mitarbeiter platziert, die sich gerade darum kümmern. Hier nochmal so random so ein Containerwagen oder was auch immer das ist. Und auf die andere Seite habe ich dann auch nochmal irgendwelche random Gebäude platziert. Also es hatte nicht wirklich einen Sinn. Außerdem kam hier vorne auch nochmal ein Wachturm hin, der das Ganze so ein bisschen überwachen kann und überschauen kann. Also den Eingangsbereich, da wo die Leute halt rein und rauskommen. Und da kam auch eine Wache obendrauf. Und jetzt bauen wir sogar mal ein eigenes Schild für den Bereich. Es gibt hier nämlich so einen coolen Schriftzug von der Mod mit Indominus Rex Paddock. Das habe ich dann direkt hier vorne hin platziert und dann auch den Schriftzug dort drauf gemacht. Es gab auch noch so ein Indominus Rex Logo, das habe ich hier auch an die Mauer gemacht. Dort sind auch gerade irgendwelche Handwerker am Machen. Außerdem wollen gerade ein paar Mitarbeiter in das Gehege reinfahren. Die werden kontrolliert von einem Wachmann und müssen ein bisschen warten. Und dort oben, wo das Geländer ist, kommen natürlich auch noch ein paar Mitarbeiter hin. Die kümmern sich gerade um die Fütterung. Und weil das Ganze dort oben auch noch so leer ist, habe ich mir jetzt auch noch ein paar Kisten geschnappt und die auch dort oben hin platziert. Auf die andere Seite genauso. Und dann haben wir uns sogar nochmal Owen und Claire geschnappt. Die schauen sich das Ganze auch gerade an. Ich weiß, die haben wir jetzt schon öfter im Park, aber ich will halt immer so ein bisschen variieren. Deswegen habe ich die halt immer so ein bisschen als VIP-Gäste halt dorthin gestellt oder als wichtige Mitarbeiter. Und dann auch noch ein paar Mitarbeiter, die sich da um den Müll kümmern. Einfach damit das Ganze lebendiger wirkt. Und jetzt habe ich auch endlich mal die andere Seite fertig gemacht von dem Schleusentor. Das ist die Seite, die ins Gehege direkt führt. Und hier kann man den Weg auch noch irgendein anderes random Gebäude mit so ein paar Stromsachen. Das dient einfach dazu, um die Wegflächen zu füllen, damit es nicht ganz so leer aussieht. Hier habe ich dann noch ein paar Parkplätze eingezeichnet. Und auch noch ein paar Kisten direkt an die Mauer gestellt. Auf dem Parkplatz von unserer Veterinary Unit habe ich dann auch noch ein zweites Fahrzeug platziert. Und auf den Helikopterlandeplatz kam auch noch ein passender Heli dazu. Jetzt kamen auch noch ein paar Mitarbeiter in die Beobachtungsgalerien. Denn jetzt so langsam nähern wir uns endlich der Gestaltung von dem Gehege. Das wird sogar diesmal ein bisschen interessanter, weil ich habe mir einige Sachen dafür überlegt. Ich hatte ja schon am Anfang des Videos gesagt, dass der Indominus Rex sehr intelligent ist. Und der hat auf jeden Fall oft versucht, aus diesem Gehege auszubrechen, auf verschiedenste Arten und Weisen. Das werdet ihr gleich auch noch sehen. Aber erstmal kommt jetzt hier einiges an Redwood Trees. Denn der Indominus Rex hat auch ein Tarnmuster, was er halt benutzen kann, wenn er in einem dichten Wald ist. Und deswegen wollte ich hier auf jeden Fall ein dichtes Waldstück in das Gehege auch einbauen. Dann färbt er sich nämlich so schön grün von der Hautfarbe. Und jetzt kommen wir schon zu der ersten Sache. Denn der Indominus Rex hat versucht, sich teilweise an der Mauer rauszubuddeln, weil er halt ausbüchsen wollte. Allerdings ist er dort bei dem Boden direkt auf so ein Gitter gestoßen, so ein bisschen tiefer. Und deswegen ging es dort auch nicht weiter. Die Erde, die er dort rausgeschaufelt hat, habe ich hier natürlich auch platziert, so als kleiner Hügel daneben.
Solche Stellen habe ich übrigens öfter eingebaut, also er hat es nicht nur an einer Stelle versucht. Aber das unterirdische Gitter ist natürlich überall, auch hier an dieser Stelle. Es ist auch schon mal ein Unglück passiert mit einem Fahrzeug, was in das Gehege gefahren ist. Seitdem fahren da keine Fahrzeuge mehr rein. Denn Dominus Rex hat sich angeschlichen mit seinem Tarnmuster, hat das Fahrzeug umgekippt und dann total in den Boden gedrückt. Das Fahrzeug liegt bis heute noch im Gehege. Ich habe hier sogar da mal so Schutt platziert, das sah ganz cool aus. Einige Bäume hat der Indominus Rex natürlich auch umgekippt. Und jetzt kommen wir auch schon zum zweiten Ausbruchversuch von dem Indominus Rex. Er hat nämlich versucht, hier hochzuklettern bzw. die Mauer zu beschädigen. Das habe ich halt mit diesem Schutt gemacht. Den habe ich einfach so an einigen Stellen dann an die Mauer platziert. Im Film war es, glaube ich, so, dass da wirklich so Kratzspuren an der Mauer waren. Aber da habe ich leider nichts gefunden, was halt ja nach Kratzspuren aussah. Deswegen habe ich halt hier so einige Stellen gemacht, wo es dann so ein bisschen beschädigt aussieht. Und diese Beobachtungskuppel hat der Indominus Rex natürlich auch schon lange zerstört. Dort hat er ein Redwood-Tree draufgekippt. Seitdem wird diese nicht mehr genutzt. Und da er so intelligent ist, wusste er auch, dass die Leute, die diese Kuppel benutzt haben, irgendwie dort reingekommen sein mussten. Deswegen hat er dort auch gegraben, in der Hoffnung halt einen Ausweg zu finden. Er ist auch auf den unterirdischen Tunnel von der Galerie gestoßen. Allerdings war dieser natürlich auch viel zu klein und deswegen hat er das ganze Buddeln aufgegeben. Jetzt kommen noch weitere Stellen, in denen er versucht hat, an der Mauer zu buddeln. Aber das Gehege ist sicher, ist ja auch unser High Security Park. Deswegen ist er bis heute nicht ausgebrochen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Rundum im Gehege hat er auch noch weitere Stellen der Mauer leicht beschädigt. Und jetzt habe ich auch nochmal die Ränder so ein bisschen gestaltet, mit selbst platzierten Bäumen und auf Felsen. Und natürlich durfte auch Beleuchtung in diesem Bereich nicht fehlen. Die habe ich auch einmal hier am Wegesrand lang platziert. Natürlich auch an den Stellen, wo das ganz erhöht war. Denn gerade im Dunkeln soll der Park natürlich auch schön aussehen, weil wir halt diese ganzen Lux-Skins verwenden, also diese Leuchtskins der Dinosaurier. Außerdem liegen im Gehege von dem Indominus Rex auch zahlreiche Skelette von Dinosauriern, die er bereits getötet hat. Es waren alles Versuche und Tests von den Mitarbeitern, aber er hat bis jetzt alles erlegt, was in seinem Gehege war. Und nicht nur, weil er Hunger hatte, sondern auch einfach aus Spaß und Sport. Und jetzt war das Gehege soweit fertig, jetzt mussten wir noch das Drumherum so ein bisschen gestalten. Da habe ich jetzt erstmal das Terrain angepasst. Und dann natürlich wieder einiges an Wald dort eingezeichnet.
An den Rändern natürlich auch noch einige Felsen. Und auch noch einiges an Büschen und Bäumen platziert. Und jetzt kommt natürlich auch noch unser Indominus Rex in das Gehege. Den bringen wir jetzt höchstpersönlich dort rein, bevor er jetzt hier Unfug treibt. Und ich hoffe mal, der büxt hier nicht aus und der fühlt sich auch hier wohl. Die Farbe dürfte der auch anpassen, wenn er im Wald ist. Jetzt färbt er sich grün. Kann leider hier nicht so gut reinzoomen mit der Kamera. Aber ihr seht es ja, ne? Er ist jetzt echt gut getarnt. Sobald er halt diesen Wald wieder verlässt, sollte er sich wieder zurückfärben. Und vielleicht sehen wir es jetzt. Jetzt ist er wieder hell von der Farbe. Das ist schon echt cool, dass er das kann. Und ich denke mal, die Mauern sind auf jeden Fall hoch genug, damit er dort nicht ausbüchst. So sieht das Gehege übrigens von oben aus. Wir können jetzt aber auch mal gemeinsam eben auf Nacht stellen. Das ist auf jeden Fall ausreichend beleuchtet, gerade auch im Gehege. Und der Indominus Rex leuchtet natürlich auch, der hat den Lux-Skin. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, wenn ihr Namensvorschläge für den Indominus Rex in die Kommentare schreibt. Mit etwas Glück könnt ihr euch dann hier verewigen in meinem Park. Das soll es jetzt aber auch mit der heutigen Folge gewesen sein. Falls es euch gefallen haben sollte, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Abonniert gern den Kanal, aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.